Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 53 zwischen Enkirch und Traben-Trarbach. Ein Mensch erlag seinen Verletzungen. Mindestens zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Zwei Autos waren auf der Strecke frontal zusammengestoßen. Eine Autofahrerin starb noch an der Unfallstelle. Zwei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs aus dem Raum Neuwied wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.